Pirtner, dein Applaus, bitte schön. So früh es geht in den Kindergarten. Am besten noch gleich zwei Instrumente anfangen. In der Volksschule kommt dann die erste Sportart. Die zwei Instrumente, die muss man natürlich perfektionieren. Und am besten noch gleich ein neues Instrument lernen. Unterstufe, Oberstufe, Matura, Studium, es geht immer weiter. Und immer ist da etwas dabei, nämlich der Zwang, der Allerbeste zu sein. Selbstoptimierung bis zur Profillosigkeit. Muss das sein? Unsere heutige Gesellschaft zwingt uns immer in ein Konkurrenzdenken. Alles, was wir machen, wird immer sofort zum Wettbewerb. Jeden Tag sehe ich Videos von ganz vielen außergewöhnlichen Menschen. Und dann frage ich mich immer, warum kann ich das eigentlich nicht? Warum kann ich keinen Backflip aus dem Stand? Warum kann ich keine einarmigen Liegestütze? Warum spreche ich noch nicht 10 Sprachen? Ja, das kann auch deprimieren. Man kann nicht immer der Beste sein. Ich sage ganz klar, nein, wir müssen uns nicht immer selber immer weiter optimieren und immer der Beste sein. Denn bei 7 Milliarden Menschen, ja, da wird immer jemand besser sein. Das heißt jetzt aber auch nicht, wir sollten uns damit begnügen, einfach nur irgendwo im Mittelfeld herumzudümpeln. Nein, jeder kann immer weiter an sich arbeiten. Jeder kann in seinem Rahmen sich immer selber noch verbessern, immer noch das letzte bisschen herausholen. Aber man muss auch manchmal zufrieden sein. Man muss sagen, ich habe es geschafft, ich bin stolz auf mich. Vielleicht ist die Leistung nur mittelmäßig, aber es ist okay. Ich habe gemacht, was ich tun kann. Also, Selbstoptimierung ja, aber bitte seid auch einmal zufrieden auf euch, mit euch selbst. Gut gemacht, Johannes Pirtner.